alle diese Philosopheme vom platonischen Idealismus bis hin zum kantischen Idealismus, die eine zweite Kulisse hinter der ersten Theaterbühne vermuten, bis hin zum Solipsismus, die das ganze Wirklichkeitsvorstellungsfeld als Produktion des Produzenten oder des Filmvorführers erklären, sogar hin bis zur Phänomenologie selbst eines Merleau-Ponty, der diesen Zweifel des Zweifels Descartes nie vollständig ausräumen kann, auch wenn er der Oberfläche der Theaterverführung, hinter der es keine zweite Szenerie gibt, am nächsten kommt, indem er das als intentionale Interaktivität interpretiert. All dies erklärt eben durch dieses letzte nie begreifen können, dieses letzte an allem zweifeln können, an diesem Gefühl der Unerreichbarkeit, des nie zum Ende zu kommenden, des nie schließenden, wie wir heute Morgen schon ausgeführt haben, erklärt alles das nicht hinreichend und vollständig. Die einzige Möglichkeit ist die Tatsache der Engführung der Drittveränderungsimperative als einzige Auswegslösung, indem sie alle anderen streicht und versperrt und als Nichtlösung deklariert, als Verhedderung, als Schlingpflanzen, um sich in Bewegung zu setzen und die Aktionen zu vollziehen, damit der Imperativ der Drittveränderungsaberwitzigkeiten eben erfüllt würde. Allein dieses System erklärt das Gesamtsystem der Verbote, des Inzestverbots, indem es die Urtraumatisierung, die Urkastration, die Erzeugung der Abwesenheit und daraus entstehend das Symbolische der Sprache als Tröstungsersatzillusion an Weltvorstellung dann generiert, diese Abwesenheit, diese entrückte Verzückung, diese indignierte Verklärtheit des sich verabschiedet habenden Urozeans und Brechen des Paktes, damit er diesen Lebensdurchgang von 0 zu 1 und von 1 zu 2 in der Dyade dann auf das Drittverandernde, auf das Neu zu Transformierende hinbuxiert. Also nur dieses System der Einführung des Begehrens, die durch die sexuellen ternären Aufspreizungen von Anspruch, Bedürfnis und dann zur Inversion des Begehrens all dieses Riskluftspaltsystem erzeugt, erzeugen soll zur Übererfolgreichheit, zur Beschleunigung dieser wehrlosen Affenwesen. Nur dieser Schnitt, nur diese Kluftrissspalt, der da hineingeschlagen worden ist als Mangelriss, der, weil er eben nie wieder aufzufüllen ist, weil er eben nie zu Ende zu bringen ist, weil er eben die vorherige Allumfassendheit und das Begreifen und die Vollversorgung invertierte, nun in den aufgespannten, in Raum und Zeit ausgedehnten Bühnenraum
mit den Akzidenzien der Unerreichbarkeit, der Unbegreiflichkeit, der Überkomplexität, des Nicht-Überschreiten-Könnens des Horizonts, des Nicht-Berühren-Können des Horizonts und des Regenbogens, des Nie-Wieder-Auffüllbaren, des immer nur in der Aktion, im immer sich Verwandeln, im immer sich Entziehenden, das einzige Ewige propagiert, die einzige Aufgabe der Umtransformierung und alle parmenideischen oder buddhistischen Phantasmen aushebelt. Nur diese Art von Bühnenraum in all seinen Kontingenzen, in all seinen Strukturelementen von Farbe, von Ausgedehntheit, von Infinitheit, von Abspulen des Films in der vertikalen, der heraklitischen Vertikalen von links nach rechts, aber niemals von vorne nach hinten und niemals von oben nach unten, die aber immer den True-Menschen Zweifel, den solipsistischen Zweifel, den Descartes'schen Zweifel, ob es auch das wirkliche Wirkliche sei, aufspannt, immer diese aussichtslose Aussichtslosigkeit aufspannt. Selbst Camus mit seinem Trick, wenn wir in der Absurdität absolutär verloren sind, dann drehen wir das Ganze um und machen es wie Themistokles. Denn wenn wir schon verloren sind, dann haben wir ja nichts mehr zu verlieren, was wir nicht dennoch uns zugute führen könnten, im Augenblick wenigstens. Und nicht wie trübe Tassen, miesepetrisch, die Zeit zu zerwarten, wie alle Stubenhocker oder Iltisse, sondern wie Feuervögel jauchzend das überwältigende Tragödienspiel annehmen. All diese Aufspannungen, all diese Inszenierungen erklären sich nur durch den Freud'schen Satz, dass alles sexuell ist, dass alles mit dem Auswurf, mit der Erzeugung des Riskluftspalts, mit der nun Vorrangigkeit der Abwesenheit, die durch das Symbolische wieder geklittert, zugekleistert werden soll, vor der verlorenen, vor der endgültigen Anwesenheit, vor der endgültigen Unmöglichkeit, sich selbst als das autochton autistische, sich selbst genügende zen-stoische Schizophrene zu nehmen, weshalb das, was heute Morgen besprochen wurde, absolut notwendig zum System mit hinzugehört. Aber lassen wir das, wir wollen nicht die ganze Philosophiegeschichte hindurch marschieren, aber man könnte das an jeder der Weltanschauungen zeigen, dass da jene Lücke klafft, die eben aller Philosophie abgeht, wenn sie nicht mit dem beginnt, was wir heute Morgen propagiert haben. Wenn diese Frage nicht beantwortet wird, dann ist das Ganze nur Pappmaché, ein Potjemkinsches Dorf. Der Hund geht wieder auf Reisen.